Oh, hallo. Was ist ja der Herr Peter wieder? Hallo, Herr Peter, ich sehe Sie. Ich sehe dich auch, Joker. Joker, was ist dein Problem? Ach, ich weiß nicht. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie das so geht mit Dreiecksteilen und so und Kreisen. Haben Sie da irgendeinen Überblick? Selbstverständlich, Joker. Also, geh mal auf Seite. Am Schluss in meinem Crashkurs jetzt erstmal erkläre ich euch noch ein wenig über Kreise und Dreiecke. Und sowas ist ja immer wieder auch in der Raumgeometrie drin, im Zusammenhang mit den Rotationskörpern. Und dann irgendwann erkläre ich euch noch ein paar Aufgaben zu Rotationskörpern. Schauen wir uns mal ein paar Sachen an zu Kreisen und Figuren. Nehmen wir einfach mal den Klassiker. Also ihr habt irgendein gleichständiges Dreieck jetzt. In dem soll halt jetzt mal ein Kreis einbeschrieben sein, komplett. Also das wäre der Innenkreis. So, wichtig, das sind also Sachen, die sind auch in Rotationskörperaufgaben manchmal drin. Meistens ist das dann allerdings, ihr habt ja da keinen Innenkreis drin, sondern eher so einen halben Innenkreis. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Also, was wissen wir denn da? Ich habe einmal ein gleichständiges Dreieck vorgegeben. Wir wissen, die Seite soll 8 sein, die Seite soll 7 sein. Klassiker natürlich als erstes, wie komme ich dann auf die Höhe des Dreiecks? Muss ich erkennen, das ist natürlich der Pythagoras. Ich suche die Kathete in diesem rechtwinkligen Dreieck, also rechne ich unter der Wurzel das Quadrat der Länge der Hypotenuse minus das Quadrat der Länge der anderen Kathete. Könnte man das ausrechnen, falls es gefragt wird. Wenn es nicht groß gefragt wird, könnte man natürlich hier auch weiterrechnen, indem jetzt weiß jetzt ein Innenkreis, der Innenkreismittelpunkt ist immer der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden. Also, was müsste ich machen, um auf den Radius dieses Innenkreises zu kommen? Ich müsste als erstes rausfinden, wie groß einer der Basiswinkel ist. Ich könnte mir also den Winkel ausrechnen. Was auch gehen wird, wäre natürlich da Winkel ausrechnen. Da oben wird genauso gehen. Also, wie komme ich auf diesen Winkel? Ich habe ja hier ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr ja wegen abdecken auch. Habt ein halbes und dann seht ihr das. Also das wäre die Ankathete zu dem Winkel, das wäre die Hypotenuse, also ist der Kosinus von diesem Winkel die Länge der Ankathete durch die Hypotenuse und dann könnte man den Winkel ausrechnen. Wichtig, schreibt da bitte kein ist gleich, trennt es, ihr müsst da auch nochmal Alpha schreiben. Gut, wenn ich den habe, kann ich von dem natürlich die Hälfte nehmen, ausrechnen, dann hätten wir den und der Radius des Innenkreises wäre dann natürlich, wenn ich es anschaue, hier, hättet ihr auch das rechtwinklige Dreieck, hätten wir Gegenkathete, ihr kennt die Ankathete, das wäre der Tangens. Also der Tangens von Alpha halbe ist der Innenkreisradius durch 4. Also könnt ihr dann den Innenkreisradius berechnen und dann wäre der 2,09. Und dann könntet ihr natürlich dann auch mit der Volumenformel dann das Volumen dieser dem Dreieck einbeschriebenen Kugel berechnen, falls es dann in die Rotationskörper geht. Also wie gesagt, wenn das dann manchmal Axialschnitt ist und es rotiert, müsst ihr alle erkennen, gut, ich sehe da jetzt einen Kegel und eine Kugel und dann könnt ihr mit Oberflächen- und Volumenformeln da weiterrechnen. Ändert nichts daran, dass ihr als erstes mal Berechnungen der Ebenengeometrie durchführen müsst. So, zweites Beispiel, Halbkreis im Dreieck. Auch eine beliebte Sache, habt ihr immer wieder mal dran in den Rotationskörperaufgaben. Warum? Da habt ihr zum Beispiel jetzt das so gegeben und dann ist halt drunter, wenn ihr das so zeichnet, noch. Da könnt ihr das ja ein wenig weiter ergänzen, dann hätten wir an, ihr verlängert das da noch so rüber, runter, so. Und dann macht ihr das gestrichen, habt ihr Stempelkissen oder so. Und dann wäre natürlich diese Ausgangssituation im Rotationskörper versteckt. Wie arbeite ich hier? Gut, nehmen wir an, ich weiß, diese Seite hier soll 7 cm sein und ich kenne jetzt die Länge hier, die Höhe, die soll 3 cm sein und man soll jetzt den Radius hier von diesem einbeschriebenen Halbkreis rausfinden. Ist eigentlich ganz einfach herauszufinden, gäbe es zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, ihr kennt gut, ich kann mir dann natürlich hier diesen Winkel ausrechnen. So. Auf diesen Winkel komme ich, indem ich 3 durch 3,5 rechne, ist der Tangens von diesem Winkel da. Gut. Jetzt habe ich den und jetzt will ich wieder den Radius haben. Ich habe hier Gegenkathete, Hypotenuse, das wäre wieder der Sinus, dann hätte der diesen Radius. Ihr könntet auch anders vorgehen, habe ich jetzt hier an der Stelle nicht durchgeführt, aber es würde ohne Probleme gehen. Nehmt euch dieses Dreieck, die Hälfte von dem Dreieck. So, dann könnt ihr die Seite AC ausrechnen mit Pythagoras. Das wäre dann unter der Wurzel 3,5 Quadrat plus Teil zum Quadrat. Dann hättet ihr diese Seite. Was ihr auch wisst, ihr habt ja hier ein rechtwinkliges Dreieck. Also könntet ihr die Fläche von diesem rechtwinkligen Dreieck ausrechnen mit 1 halb mal 3,5 mal 3.
hätte er die Fläche von dem. So, die Grundseite hätte er auch und der Radius wäre natürlich in diesem rechtwinkligen Dreieck die dritte fehlende Höhe. Und sobald ihr jetzt das da habt und ihr habt die Fläche von dem Dreieck, käme auf den Radius, indem ich zweimal die Dreiecksfläche durch die Länge der Grundseite rechne. Also die Höhe ist immer zweimal a durch g und dann könnt ihr da auch r ausrechnen. Und dann hätte man nicht mal irgendeinen Winkel gebracht, sondern nur den Pythagoras und die Flächenformel. Für einen, der natürlich nicht sieht, dass ich jetzt hier auf den Winkel mit dem Tangens komme und auf das dann mit dem Sinus. Das ist immer so, auch in den Rotationskörpern. Auf das käme der mit dem Tangens da drin und das da wäre dann der Sinus. R ist immer dann der Sinus von diesem Winkel mal 3,5. So, als nächstes auch eine beliebte Sache, manchmal plumpsen zum Beispiel Kugeln in Sektgläser rein und dann berühren die aus irgendeinem Grund Dreieckseiten. Also nehmen wir jetzt mal von der Ausgangssituation an, folgendes Problem, also das schaut jetzt so aus, als ob es ein Innenkreis wäre, wäre jetzt kein Innenkreis. Nehmen wir an, ihr habt ein irgendein gleichschenkliches Dreieck hier und in dieses gleichschenkliche Dreieck wird eine Kühlkugel reingeschmissen, ein Sektglas oder so und die berührt dann diese Seiten. Da müsst ihr erkennen, gut, wenn ihr den Radius der Kugel kennt, könnt ihr hier Parallelen zeichnen mit dem Geodreieck im Abstand von 1,5 cm, dann würden die sich hier schneiden und dann wäre das jetzt der Winkel, der Schnittpunkt, da wäre jetzt dann der Mittelpunkt dieses Kreises, der jetzt diese Seiten berühren soll. Und ihr müsst erkennen, gut, wenn da natürlich der Mittelpunkt ist, habt ihr hier den Abstand und da wäre jetzt der Radius des Kreises. Und dann könnte man natürlich auch da ausrechnen, dann, was jetzt hier zum Beispiel die Länge der Strecke der Radius wäre oder sonstige Sachen und alle möglichen Sachen da ausrechnen. Also was wüsste man da? Also wenn ich natürlich jetzt dieses Dreieck anschaue, ich habe hier die 3 und ich habe die 5, ich habe den Winkel NAC, soll klar sein, dann könntet ihr euch diesen Winkel da mit dem Sinus ausrechnen. Warum? Gegenkante der Hypotenuse wäre der Sinus von dem Winkel. Ja, wenn ihr den Winkel hättet hier, ihr wisst noch, dass der Radius der Kugel 1,5 ist, dann könntet ihr euch auch dieses Stück ausrechnen. Wie? Warum? Weil zur Umstellung Gegenkathete, Hypotenuse, wäre der Sinus von dem Winkel, könnten wir dann auch mal sowas ausrechnen. Das wäre in dem Fall die Länge der Hypotenuse, indem ich die Länge der Gegenkathete durch den Sinus dividiere, hätten wir die Strecke AM. So, wenn ich natürlich jetzt weiß, ich kenne meine Strecke AM, dann könnte ich mir natürlich auch die Länge der Strecke AP ausrechnen. Und wenn ihr die zum Beispiel mal ausrechnen wollt, weil ihr es für irgendwas braucht, wäre das dann die Gegenkathete durch Ankathete. Und dann käme auf die Länge der Strecke AP, indem ihr rechnet Gegenkathete durch Ankathete. Und dann könnte man mit dem Tangens mal eine Gegenkathete rausfinden. Da müsste die Länge der Ankathete, müsste die Länge der Gegenkathete durch den Tangens dividieren, dann hätten wir zum Beispiel sowas. Und dann könnte man auch, wenn ich sowas weiß, diese Strecke ausrechnen oder die. Und das ist dann manchmal auch drin, weil dann ist der Wasserstand mal oder irgendwas. Oder hat es schon mal Prüfungen gegeben, ist schon länger her. Gut, auch was Schönes. So als nächstes, wenn es ein bisschen so um Kreise geht, um Geraden, habe ich natürlich da noch ein bisschen mehr mir ausgedacht. Zum Beispiel, also auch hier, ja, einfach mal einen Innenkreis in einem beliebigen Dreieck. Also das gibt es ja auch mal. Ich habe irgendein Dreieck und man soll ja mal herausfinden, den Innenkreisradius. Das ist natürlich eine mühsamere Geschichte, um da mal drauf zu kommen. Aber ihr müsst ja trotzdem wissen, der Innenkreismittelpunkt ist immer der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden. So, wie müssen wir jetzt in einem beliebigen Dreieck vorgehen? Klar, sobald ihr Dreieckseiten kennt, nehmen wir an, die Ausgangssituation war jetzt folgendes, damit halt ein bisschen was wiederholt ist, also nehmen wir an, ihr kennt jetzt die Seite und die Seite und ihr wollt letztendlich irgendwann einmal rausfinden, welchen Radius der Innenkreis hat. Dann wäre der erste Schritt, wenn ihr das komplett kennt, dass ihr die Länge der Seite BC ausrechnen könnt. Auf die Länge der Seite BC komme ich mit dem Kosinussatz erste an die zum Quadrat. Da soll keine Probleme bereiten, ist die 13,6 Grad. So ein Schmarrn, also das habe ich da damals gerechnet. Zentimeter natürlich. Unglaublich, dass einem das erst Jahre später auffällt. Gut, was bringt mir das? Sobald ich natürlich alle drei Seiten des Dreiecks kenne, kann ich mit dem umgestellten Kosinussatz mir jeden Winkel ausrechnen für meinen Innenkreis
Und in dem Fall könnte man sich jetzt dann diesen Winkel da ausrechnen mit dem umgestellten Kosinussatz. Nämlich wie? Ich nehme diese Länge zum Quadrat plus die zum Quadrat minus diese Länge zum Quadrat durch 2 mal die mal die. Würde mir jetzt einen Winkel von 23,23 Grad hier liefern. Klar, der Innenkreismittelpunkt ist der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden. Also könnte ich mir auch diesen Winkel halbieren. So. Dann weiß ich, wenn ich mir das rauszeichne, in diesem Dreieck ABM, kenne ich jetzt also diesen Winkel, den Winkel, und ich weiß jetzt noch, dass hier die 18 und ich will jetzt hier den Innenkreisradius finden. Also, was mache ich? Ich kann mir den Winkel da oben über die Winkelsumme ausrechnen. Das ist natürlich wichtig, weil wenn ich mir den Winkel über die Winkelsumme ausrechnen kann, dann kann ich mir diese Strecke jetzt mit dem Sinussatz ausrechnen. Ich kann sagen, diese Seite zu dem 65 Sinus ist das gleiche wie die 8 cm zu dem Sinus von dem Winkel da oben. Dann hätte ich die Länge der Strecke MB und wenn ich die habe, kann ich mir dann mit Gegenkathete durch Hypotenuse den Radius des Innenkreises ausrechnen. Also das läuft natürlich dann in die ebene Geometrie rein und weil da natürlich viel auszurechnen wäre, geht es dann, gibt's natürlich, werden sie euch dann nach und nach auch hinführen. Könnte ja sein, dass ihr in einem Viereck zum Beispiel mal diese Ausgangssituation habt, dass halt da irgendwie noch ein Viereck wäre und da ist jetzt in einem der noch dieser Innenkreis drin und da wird jetzt gepflastert oder ein Brunnen angelegt und dann müsstet ihr euch so dahin hangeln. Sollte mal in einem Koordinatensystem ein Innenkreis rausgefunden werden, übrigens geht ja genauso vor, dann könnt ihr mit der Formel Länge einer Strecke jeweils die drei Dreieckseiten ausrechnen und dann seid ihr in der Lage, euch mit dem umgestellten Kosinussatz auch zwei Winkel von diesem Dreieck auszurechnen. Die Winkel könnt ihr dann halbieren und dann könnt ihr auch mit diesen Winkeln und Längen dann auch da Innenkreisradius wie da ausrechnen. Aber sowas habe ich noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das sollte man schon mal mitnehmen, auch mit den Innenkreisen und in diesen Ebenenfiguren. Also wichtig auch, also dass ihr dann halt als erstes immer mit den Kosinussatzlängen von gegenüberliegenden Seiten ausrechnen könnt. Und wenn ihr die habt, kommt ihr mit dem umgestellten Kosinussatz auf jeden einzelnen Winkel. Habe ich jetzt schon zigmal erklärt. Klar, wenn ihr den Winkel kennt, könnte ich mir den Winkel natürlich auch mit dem Sinussatz ausrechnen. Warum? Der Sinus dieses Winkels zu 7 wäre das gleiche wie der Sinus von diesem Winkel 130 Grad zu BC. Problem ist allerdings immer beim Sinussatz, wenn ihr dann einen Winkel habt, müsst ihr immer noch schauen, ist das der gesuchte, weil es gibt ja immer noch einen zweiten, auf den ich mit 180 Grad minus den berechneten Winkel käme. Also hier an der Stelle da. Aber da ab der Strecke. Ja, also das wäre jetzt irgendwas zu Innenkreisen gewesen, also wo sie auftreten in beliebigen Dreiecken, Rotationskörperaufgaben. Also das wäre jetzt, wie gesagt, ebene Geometrie, dass so mal Innenkreis drin sein kann. Und das hier, die ganzen Sachen, das wäre Raumgeometrie. Puh, ja. Interessante Sachen. Wisst ihr einiges, nehmt euch mit für den Rotationskörper. Und auch der Joker, wenn er das jetzt kapiert hat, wird Rotationskörper bestimmt beherrschen. Oder Joker? Ja, das ist, habe ich jetzt, ich habe es verstanden. Ich sage einfach mal so, ich habe es verstanden und morgen schaue ich es mir einfach nochmal an. Das ist prima, Joker. Und was sagt der Raketenmann? Herr Peter, Sie sind der Allerbeste, Sie können das so gut erklären. Erklären Sie mir jetzt nochmal ein bisschen was über Umkreise. Umkreise willst du hören? Also, gehen wir noch ins letzte Tutorial und ich glaube, dann reicht es für die Sachen. In diesem Sinne, eines gibt's noch.